So, meine Lieben, ich hoffe, dass es euch gut geht. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar geht es heute mal wirklich nur um die MSH und zwar um das Auswahlverfahren. Ich kriege jetzt wirklich fast täglich immer Fragen auf Instagram, ob ich noch mehr zu dem Auswahlverfahren sagen kann, dass sie total aufgeregt sind, was ich an der Stelle auch total verstehen kann. Aber auf jeden Fall kriege ich immer wieder dieselbe Frage. Und dann dachte ich, okay, wahrscheinlich hat mein Q&A irgendwie nicht ausgereicht. Ich mache einfach mal ein Video nur zu dem Auswahlverfahren. Und ja, ich habe mir dazu ein paar Notizen letztens gemacht, als ich meinen Friseurtermin hatte. Und da habe ich die Zeit genutzt und habe einfach mal die Website abarbeitet. Und zwar hat die MSH nämlich eine Seite auf ihrer Website, wo sie nur über das Auswahlverfahren sprechen. Das habe ich quasi nochmal so zusammengefasst und mit eigenen Tipps und Erfahrungswerten ergänzt, sage ich mal. Ich suche das mal schnell raus. Okay, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir auch einen Kaffee hier währenddessen gemacht. Also ich habe ihn mir vorher gemacht für währenddessen, so. Also das Auswahlverfahren ist in vier Teile unterteilt, sage ich mal. Und zwar das erste sind die schriftlichen Bewerbungsunterlagen, die ihr natürlich einreichen müsst. Dazu sage ich auch einmal was. Dann zweitens schriftlicher Medizinertest, also quasi der schriftliche Test von der MSH. Nicht irgendwie der HAMNAT oder der TMS oder so. Das ist wirklich ein uni-eigener Test. Genau, dann eine Fallsituation als Gruppengespräch und am Ende dann als Einzelgespräch. Genau, das sind so die vier Rubriken, sage ich mal. Und ich fange jetzt einfach mal an bei den schriftlichen Bewerbungsunterlagen. Und nicht wundern, wenn ich jetzt die ganze Zeit immer auf mein Handy gucke. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt das Ganze nicht auswendig gelernt. I'm sorry. Genau, schriftliche Bewerbungsunterlagen. Also ein vollständig ausgefüllter und unterschriebener Zulassungsantrag. Den findet ihr auf der Website. Ich packe alles noch in die Videobeschreibung. Aber ich glaube, wenn ihr wirklich interessiert seid, hier an der MSH anzufangen mit Medizin, dann habt ihr das bestimmt auch schon gesehen und vielleicht auch selber schon ausgefüllt und ja, der MSH zugeschickt. Genau, das dauert auch gar nicht so lange, um ehrlich zu sein. Dann ein tabellarischer Lebenslauf. Ich glaube, den hat auch jeder von uns. Also jeder hatte schon mal eine Bewerbung. Da hatte man den, den muss man natürlich einmal aktualisieren, aufbessern und dann klappt das schon. Genau, dann zwei aktuelle Passfotos. Das ist ja auch easy. Wenn ihr keine habt, dann geht ihr ganz schnell zu einem Automaten, macht euch welche. Dann einmal Kopie des Personalausweises. Das ist auch easy. Dann einmal gegebenenfalls Nachweis über eine abgeschlossene Berufsausbildung. Also wenn ihr schon irgendwie eine abgeschlossene Berufsausbildung habt oder ein Studium, was auch immer, dann müsst ihr das natürlich auch irgendwie beweisen. Also das macht ja auch ganz viel Sinn. Was habe ich hier noch? Achso, euer Motivationsschreiben. Genau, ich wollte nochmal ein separates Video wirklich nur zum Motivationsschreiben machen. Deswegen lasse ich das jetzt hier einfach mal ganz kurz, weil das Video wird sowieso wahrscheinlich relativ lang. Aber ansonsten Motivationsschreiben. Was meiner Meinung nach wirklich wichtig ist, dass ihr einmal erwähnt, warum ihr das machen wollt, logischerweise. Warum sind eure Interessen da oder wo sind eure Interessen, sage ich mal so. Und wie, wenn ihr zum Beispiel auch schon in Kontakt wart mit so naturwissenschaftlichen Sachen, medizinischen Sachen, also irgendwie so. Genau, meine war, ich glaube, anderthalb Seiten lang ungefähr. Also sie war nicht wirklich so lang, aber scheinbar hat es ausgereicht. Genau, also das war einmal zu den schriftlichen Bewerbungsunterlagen. Das ist ja auch einfach nur eine Liste, die ihr abarbeiten müsst und die halt auch wirklich auf der Website steht. Also genau. Und achso, einmal nochmal ganz kurz. Falls ich irgendwas falsch sage, ich wirklich, das ist nicht alles 100% korrekt oder ich kann es auf jeden Fall nicht gewährleisten, dass das wirklich alles 100% stimmt, was ich sage. Also informiert euch hier selber nochmal, nicht, dass ihr am Ende sagt, oh, Sinja hat aber gesagt. So, ich habe das meiner Meinung nach alles so detailliert herausgearbeitet, aber wenn da mal irgendein Fehler zwischengekommen ist, dann I'm sorry, Leute, ich habe mein Bestes gegeben. Genau, so, dann der schriftliche Medizinertest. Also ich finde, Medizinertest hört sich ja auch, da kriegt man ja schon Angst irgendwie, aber es ist wirklich am Ende nicht so schlimm, wie man denkt. Vor allen Dingen, weil das Ganze hat ja nur einen Einfluss von 25% in eure Bewerbung am Ende. Also selbst wenn ihr den einigermaßen verhaut, also nicht so gut schreibt, wenn ihr dann mit euren persönlichen Skills und, keine Ahnung, sozialen Skills total überzeugt, dann schafft ihr es wahrscheinlich auch. Also wisst ihr, was ich meine? Deswegen macht euch da wirklich nicht zu nervös. Ja, dieser Test geht 90 Minuten lang. Bei mir war er auf jeden Fall noch online. Ich glaube, das ändert sich wahrscheinlich jetzt auch bald wieder. Soweit ich weiß, war der letzte auch noch online. Wegen Corona halt. Aber ich denke mal, dass es irgendwann auch wieder im Präsenz stattfindet. Das sind Multiple-Choice-Fragen, Leute. Das ist auch schon mal ein großer Vorteil. Das heißt, die potenzielle richtige Antwort, die steht da. Dann, was für Fächer das Ganze betrifft, natürlich Biologie, Chemie, Physik und Mathe. Also die naturwissenschaftlichen Grundlagen einfach. Und ich würde sagen, wenn ihr die Fächer in der Schule hattet, dann seid ihr auf jeden Fall gut vorbereitet.
Ich glaube, jeder weiß, dass man Sachen vergisst, deswegen geht das auf jeden Fall nochmal vorher durch. Vor allen Dingen, ihr müsst das in den also wenn ihr angenommen werdet, diese Grundlagen braucht ihr im ersten Semester sowieso. Deswegen, weiß ich nicht, wenn ihr früher anfangt, noch viel besser. Und die Leute, die zum Beispiel keine Chemie hatten oder so, dann würde ich empfehlen, dieses Wissen versuchen nachzuarbeiten. Also ihr könnt das natürlich auch im ersten Semester machen, aber also ich muss sagen, dass ich glaube ich sowieso schon so ein paar Vorteile, so zum Beispiel in Chemie oder Physik hatte, dadurch, dass wir einen echt guten Lehrer damals in der Schule, oder ich auf meiner Schule einen sehr guten Lehrer hatte und auch in Mathe. Und deswegen war ich schon relativ gut vorbereitet und das schenkt euch am Ende wertvolle Zeit. Also wenn ihr es jetzt schon macht, Leute, vertraut mir, wenn ihr am Ende, am ersten Semester da für die Prüfung lernt, ihr werdet mir danken. Dann der TMS, Hamnat oder ähnliches werden nicht anerkannt. Also wenn ihr da ein tolles Ergebnis hattet, das nützt euch leider an einem Examen nichts. Genau, oder vielleicht ist es auch ganz gut. Ein schlechtes Ergebnis ist dann auch nicht schlimm. Vorbereitung notwendig, meinte ich auch schon. Genau, ich glaube, das war es eigentlich alles zu dem Medizinertest. Ich kann euch natürlich jetzt nicht genau eine Frage sagen, die drankommt. Dieselbe Frage wird wahrscheinlich sowieso nicht drankommen. Aber da könnten, also es sind jetzt nur Beispiele, ne? Nicht, dass ich jetzt hier nicht irgendwie, dass das Video gesperrt wird oder so. Ich weiß nicht, zum Beispiel, was ist der größte Knochen in deinem Körper? Ihr müsst natürlich auch so ein bisschen so ein paar Facts über den Körper schon haben oder wie viele Muskeln haben wir. Vielleicht kommen dann auch zur Replikation der DNA irgendwas dran oder zur hier Molekül oder ein Stoff kann ja mehrere Zustände haben, zum Beispiel gasförmig, flüssig. Wie heißt die Umwandlung von gasförmig zu flüssig? Aber eigentlich hat man das alles schon gehört, das meiste zumindest. Also klar, ich wusste auch nicht alles, aber wie ihr sehen könnt, ich habe es geschafft. Die Fallsimulation. Also, bei mir war es so, und da muss ich sagen, war ich ziemlich glücklich drüber. Dadurch, dass ich ja noch so mitten in Corona mein Bewerbungsverfahren hatte, war das auch online. Das heißt, es wurde am Ende an mein Interview quasi rangepackt. Wurde mir eine Fallsituation vorgelesen. Genau, und dann sollte ich halt so sagen, wie ich reagieren würde. Und zwar meine Fallsituation, also ich glaube, da hat auch jeder eine andere bekommen. Und zwar, die Fallsituation war folgendermaßen. Ich war eine Praktikantin am Kindergarten. Und die Kinder hatten irgendwie gerade zu essen bekommen und sollten, glaube ich, jetzt abräumen und Zähne putzen. Und dann war ich damit im Badezimmer und da war die Erzieherin und sie hat plötzlich ein Kind geschlagen. Und dann sollte ich sagen, wie ich dann reagiert hätte. Genau, das war so meine Situation. Ich weiß gar nicht, was ich genau gesagt habe. Also ich hatte jetzt am Ende nicht das Gefühl, dass es totaler Müll war, was ich erzählt habe. Aber natürlich das Melden, ne? Dann meinetwegen dazwischen gehen. Also dass man die Situation beruhigt, deeskalieren lässt. Und ja, dass man das auf jeden Fall meldet, dass man den Elternteil natürlich Bescheid sagt. Genau, dass man sich dann auf jeden Fall um das Kind kümmert an erster Stelle. Erstmal guckt, ob das, also weiß ich nicht, wahrscheinlich war das jetzt kein großer Schlag oder so, aber ich glaube, es ging auch eher ums Prinzip so. Es war auf jeden Fall das Kind beruhigt und ja, ich glaube, es waren so meine Art. Also ich habe das natürlich noch ein bisschen schöner und ausführlicher und in einer richtigen chronologischen Reihenfolge so gesagt. Aber ja, das, also ich glaube, meine Antwort war dann 2 Minuten, 3, 5 Minuten, ich weiß es gar nicht, aber die waren nicht lang. Also ich hatte da wirklich ein bisschen Angst, weil ich dachte, wenn man das also in Präsenz hat, dann kommt das ja auch voll darauf an, was die anderen sagen. Und am Ende ist da irgendwie so jemand, der nur redet am Stück und du kommst gar nicht so irgendwie zu Wort. Und da hatte ich voll Angst, dass das irgendwie mich negativ beeinflusst. Aber das hatte ich zum Glück nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist bei Leuten, die es in Präsenz haben. Ich drücke euch einfach mal die Daumen, dass das nicht der Fall ist. Aber ich denke auch, dass da irgendwie sonst eingegriffen wird. Genau, und hier steht, dass die Fallsimulation 30 Minuten beinhaltet. Das war irgendwie absolut nicht der Fall. Also ich denke mal, das waren 10 Minuten. Aber wie gesagt, das war auch im Rahmen von diesem ganzen Corona-Ding. Und generell, worauf kommt es überhaupt an bei dieser Fallsimulation? Die wollen natürlich euer Sozialverhalten testen, wie ihr euch so anpassen könnt, wie, ja, was für eine soziale Ader ihr habt. Und genau, es wird so quasi euer Charakter geprüft. Das ist natürlich später wirklich bedeutsam, dass ihr als Arzt wirklich mit den Patienten umgehen könnt, dass ihr sozial seid. So, und dann habe ich hier das Einzelgespräch stehen. Das kam bei mir tatsächlich vor der Fallsimulation, aber ich habe einfach die MSH-Seite abarbeitet. Also, so wie es da steht, sollte es richtig sein. Genau, hier steht, das Einzelgespräch ging 20 Minuten. Fragen zu Motivation, Eignung, Belastbarkeit. So steht es auch auf der Website. Genau, was ich euch sowieso schon mal empfehlen kann, dass ihr euch so eure Stärken und Schwächen vorher überlegt. Ich wurde zum Beispiel auch gefragt, was meine Schwäche ist. Ich weiß gar nicht, was ich gesagt habe.
Aber da war ich plötzlich so voll so, bam, also, oh Gott, lol, warum wollen die jetzt eine Schwäche von mir wissen? Es geht doch um meine Stärken hier. Überlegt euch die vorher, weil irgendwie über seine Schwächen redet man ja, glaube ich, eigentlich sowieso nicht so gerne. Vor allen Dingen nicht bei einem Auswahlverfahren, wo es so um eure Stärken geht. Genau, das kann ich auf jeden Fall ans Herz legen. Und keine Ahnung, Stärken bei mir ist, glaube ich, so Teamfähigkeit, dass ich eigentlich ziemlich engagiert bin. Genau, dass ich davor schon sehr viel immer gelernt habe und da eigentlich auch Spaß dran hatte und Empathiegefühl. Ich glaube, das habe ich auch sehr gut. Ich kann mich sehr gut in andere Leute reinversetzen und so deren Empfinden nachempfinden, glaube ich. Aber ja, andere Sachen, die euch so überlegen könnt. Was gefällt dir an dem Studium? Und vielleicht weißt du auch schon, in welche Fachrichtung du später gehen möchtest. Das kannst du natürlich auch erwähnen. Oder warum? Vielleicht ist ja deine Mama oder dein Papa ein Arzt oder irgendwelche Verwandten oder Freunde oder bei mir war es so, ich habe bei mir eigentlich drumherum niemanden, der irgendwie in der Medizin so tätig ist, aber immer als ich zum Beispiel selber bei einem Arztbesuch war, war ich immer super interessiert. Ich habe immer voll gerne nachgefragt, habe mich mit dem Arzt gerne unterhalten und so. Und da habe ich immer schon gemerkt, boah, irgendwie interessiert mich das so ein bisschen. Genau. Hier als Tipp habe ich aufgeschrieben, Aufbau des Studiums grob kennen. Also Leute, wenn ihr euch für das Studium interessiert, und ich denke mal, das ist der Fall, wenn ihr allein schon das YouTube-Video guckt, dann solltet ihr vielleicht auch schon mal grob diesen Aufbau von dem Studium gesehen haben. Und zwar wurde ich das nämlich gefragt und da war ich auch kurz so, wow. Deswegen war ich echt froh, dass ich habe mir das tatsächlich nochmal vorher angeguckt, aber gar nicht mehr wirklich, weil ich dachte, das wird abgefragt. Genau, also ist hier grob einmal Vorklinik, Klinik, praktisches Jahr, dass ihr das so schon mal gehört habt, weil irgendwie sonst könnten die Leute, die mit euch das Interview führen, vielleicht denken, dass ihr gar nicht so interessiert seid an Medizin. Genau, das ist auf jeden Fall ganz gut, wenn ihr das vielleicht mal gehört habt. Und generell, was ich auch noch aufgeschrieben habe, euer soziales Engagement. Also alles soziale, gesellschaftliche erwähnen, was euch ausmacht. Also wenn ihr mal Schwimmunterricht gegeben habt, das war zum Beispiel bei mir der Fall, erwähnt das auf jeden Fall. Ich habe das gar nicht mal wirklich erwähnt, das stand in meinem Lebenslauf und die haben mich danach nochmal gefragt, weil ich hatte das bei Hobbys, glaube ich, hingeschrieben. Und dann habe ich da natürlich auch ein bisschen was zu erzählt. Und das ist wohl, also das, sie meinten so, oh, das hättest du doch direkt erzählen müssen, das ist doch was, was irgendwie dich voll nicht, also auszeichnet, aber irgendwas, was einen so ein bisschen, keine Ahnung, das heißt, ich kann gut mit Kindern umgehen. Es ist ja schon eine gefährlichere Situation im Wasser, Kinder, die nicht schwimmen können. Man hat auf jeden Fall so eine Verantwortung, genau, die ich dann an dem Moment ja auch trage. Genau, oder wenn ihr irgendwie, das ist bei mir nicht der Fall, aber wenn ihr Teamsport macht, also wenn ihr Handball spielt, Fußball spielt, whatever, erwähnt das, weil dann könnt ihr auch meistens gut im Team arbeiten, was ja auch später als Arzt mal wahrscheinlich positiv sein könnte. Genau, oder wenn ihr Nachhilfe gegeben habt, das hatte ich auch noch erwähnt, glaube ich, dann, ist auch super, dann könnt ihr, weiß ich nicht, euer Erlerntes an andere weitergeben. Ihr könnt dann wahrscheinlich auch mit Leuten gut umgehen oder gut erklären. Also was erwähnen, generell, wenn ihr eine abgeschlossene Berufsausbildung habt, erwähnen. Immer alles erwähnen. Alles, was euch irgendwie einzigartig, toll oder besser darstellen lässt, erwähnt das 100%. Hier steht noch Vorerfahrungen, genauso wie vorherige Praktika, Ausbildung, Vorstudium im medizinischen Bereich, werden positiv angerechnet. Also deswegen, weiß ich nicht, es kann euch nicht schaden, erwähnt einfach alles. Genau, das war es eigentlich jetzt hier auch schon, muss ich sagen. Das ist alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Genau, und was ich noch vergessen habe zu erzählen, das Einzelgespräch hat eine Gewichtung von 75%, was ist, also meiner Meinung nach, sehr viel ist. Deswegen, keine Ahnung, normal, seid nicht so aufgeregt. Die sind total lieb, wirklich. Also ich glaube, ich war mit einem Arzt und einer Psychologin, hatte ich das Gespräch über Teams. Wie gesagt, alles online zu meiner Zeit und die waren super nett. Also klar, ich war total aufgeregt, aber man kommt da rein und dann ist man auch ein bisschen entspannter und die wollen euch auch nichts Böses. Die wollen ja, dass ihr da studiert, sag ich mal. Und die wollen einfach nur die Vollkatastrophen aussortieren, die irgendwie sowieso kein Interesse haben. Und vor allen Dingen an der MSH ist ja auch das Coole, sag ich mal, dass ihr auch mit schlechteren Noten reinkommt. Also es geht ja wirklich darum, wollt ihr es oder wollt ihr es nicht. Und genau das wollen die einfach nur aus euch rauskitzeln. Die wollen einmal durch euch durchschauen und wirklich erfahren, wollt ihr es wirklich oder wollt ihr es nicht so. Ich glaube, am Ende kann jeder, der wirklich möchte, Medizin studieren. Ja, und das wissen die auch. Ja, also ich packe nochmal den Link in die Infobox, wo ihr nochmal alle Informationen zu dem Bewerbungsverfahren findet. Ich habe ja, wie gesagt, auch das meiste einfach nur aus der Website. Genau, lest euch die nochmal durch, falls ihr ein unwohles Gefühl habt, aber ansonsten verschaffen. Ich drücke euch die Daumen, wenn ihr euer Bewerbungsverfahren bald habt und ich kann euch nur sagen, dass ich nochmal jetzt demnächst ein Video zur
zu den Finanzierungsmöglichkeiten machen wollte und halt, wie schon vorhin gesagt, eins zu den Motivationen schreiben. Ja, mal gucken, wie die Zeit es zulässt. Ich bin auch gerade dabei, Physiologie zu schauen, eine Vorlesung. Genau, ist nämlich jetzt gerade die zweite Woche, also nächste Woche fängt die zweite Unterrichtswoche an. Ja, muss ich noch einiges vorbereiten. Deswegen, ich hoffe, dass das Video morgen pünktlich online kommt. Ich gebe mein Bestes. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns mal beim nächsten Video. Und dass euch das Video geholfen hat, dass es euch vielleicht ein bisschen beruhigt hat. Ja, vielleicht sehen wir uns ja dann bald in der Uni.